ausverkauftes Haus hier im Ostseestadion. Heute Abend geht es los. DFB-Pokal gegen die Stuttgarter. Das wird spannend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier noch mit FIFA 18. FIFA 19 ist ja noch nicht draußen und die EA hat leider die Kader noch nicht aktualisiert. Also das alte Lied. Aber trotzdem können wir uns hier schon mal einstimmen auf einen Pokalkracher. Laut Pressekonferenz haben wir es tatsächlich bei den letzten drei Malen geschafft, die Runde gegen Stuttgart zu überstehen. Vielleicht ein sehr gutes Omen. Und eventuell auch ein gutes Omen, wenn wir hier heute in FIFA uns schon mal sehr gut anstellen. Ja, Stuttgart erfolgreich in der Vorbereitung gewesen. Auch sehr erfolgreich, vor allem in der Rückrunde der Bundesliga. Sensationell. Am letzten Spieltag sogar Bayern München geschlagen. Also das konnte sich wirklich sehen lassen. Offensiv und defensiv gut besetzt. Haben jetzt im Sommer auch nochmal nachgelegt. Wir mit dem Bonus, dass wir schon vier Saisonspiele hinter uns haben. Für Stuttgart ist es das erste Pflichtspiel. Und für uns auch noch der Vorteil, dass wir natürlich zu Hause spielen und das Ostseestadion voll ist mit Anhängern, die alles geben werden, um die Mannschaft bestmöglichst zu unterstützen. Ja, Breyer hatte 10 Jahre... in Stuttgart gespielt. Auf der Pressekonferenz mit Pavel Dotschev war er entsprechend auch. Und der wird beispielsweise ganz, ganz viel Unterstützung von seiner Familie und von Freunden bekommen, die hier nach Rostock reisen, um ihm dann die Daumen zu drücken. Natürlich für heute zumindest auch dem FC Hansa Rostock die Daumen zu drücken. Da war Breyer gerade am Ball. Ich denke mal, von der Offensive her sind wir wirklich so gut wie lange nicht mehr besetzt. Da kann immer irgendwas passieren. Wir sind schnell, wir sind technisch versiert, wir sind flexibler als in den letzten Jahren. Offensiv habe ich da selbst gegen einen Bundesligisten nicht so viele Bedenken wie sonst. Und defensiv, ja, müssen wir gucken, dass wir keine individuellen Fehler machen. Und ansonsten ist es ja schwer, ein Gomez beispielsweise. Das ist ja... Und jetzt so ein individueller Fehler von mir. Gischtschek. Also Flanken darf man eigentlich nicht zulassen. Generell, dass der Ball in den Strafraum kommt, darf man nicht zulassen. Auch noch eine gute Möglichkeit. Gentner war das jetzt hier. Ja, das wird nicht so leicht. Pavel Dotschev hat auf jeden Fall gesagt, dass wir uns nicht hinten reindrängen werden, weil dann ist es eben nur eine Frage der Zeit, wenn wir ängstlich spielen, bis der Gegner trifft. Ich hoffe, wir erwischen einen richtig guten Tag und da Stuttgart ein bisschen Pech hat, so wie hier bei meiner Aufnahme Magdeburg gegen St. Pauli. Da hat der Pauli auch ganz viel Pech. Und vielleicht geht das jetzt auch an Stuttgart über. Wo wir jetzt hinten im Tor Blaswig kurz gesehen haben, der hat eine Kopfverletzung. Also das ist ja momentan ein bisschen verhext. Benjamina gewechselt, Schädelbruch. Und Blaswig auch bei seinem Debüt am Kopf verletzt. Nicht ganz so schlimm, eine Platzwunde, keine Gehirnerschütterung, aber dennoch hier an dieser Stelle eine gute Besserung. Und dass da auf jeden Fall nichts Bleibendes irgendwie zurückbleibt. Jetzt aufpassen. So, Partie hier bisher ganz in Ordnung. Schade. Das wäre jetzt ein bisschen ungenau. Das war gut und schnell gespielt. Tommy da mit dem Abschluss. Ja, was glaubt ihr? Wie endet denn dieses Match? Schreibt mir das mal in die Kommentarbox. Ich weiß, es sind einige Rostocker Fans dabei. Es sind aber auch ein paar Leute dabei, die Anhänger vom VfB Stuttgart sind. Von daher bin ich auf eure Einschätzung gespannt. Wie endet das reale Match? Und natürlich tippt gerne auch, wie endet denn mein FIFA-Match? Glaubt ihr, ich kann mich zumindest hier in FIFA einigermaßen gut behaupten?
wenn ihr jetzt sagt, okay, Real ist Stuttgart so ein Favorit, da gibt es keine Chance und natürlich trifft Gomez. Also Gomez, das ist ja auch in unserer Online-Bundesliga so gewesen. Der hat da einen riesen Lauf. Es gibt ja am nächsten Wochenende wieder die ganze erste Liga bei mir auf meinem Kanal. Alle neuen Partien mit Tabelle, mit Statistik und so weiter und so fort. Verpasst das nicht. Und ein Mario Gomez wird dann garantiert auch wieder ein richtig gefährlicher Stürmer in unserer Liga sein. So, da ist auf jeden Fall der Rückstand für uns. Platzierter Schuss von Mario Gomez. Müssen wir gucken. Ich habe hier leider nicht unseren aktuellen Kader zur Verfügung. Das heißt, offensiv fehlt uns ein bisschen Kreativität und Schnelligkeit. Na, gibt das Abschluss, ja. War mir nicht ganz sicher, aber es war wirklich ein Stuttgarter zuletzt am Ball. Aktuell noch nicht richtig etwas Gefährliches von uns, muss man sagen. Und solche Fehlpässe, die dürfen natürlich nicht passieren. Hätte ich jetzt nicht gepfiffen. Also ich fand, wir waren eigentlich schon am Ball dran und Gomez hat sich denn da so ein bisschen verrannt. Und sich auch noch verletzt. Also Gomez, auch hier der auffälligste Spieler, macht das Tor, holt einen Freistoß raus und verletzt sich. In FIFA läuft es bei dem momentan richtig gut. Blaswig hat das gesehen, dass der Ball nicht mehr auf den Kasten kommt. Gomez hält sich die Schulter. Vielleicht wird er nachher ausgewechselt. Und vielleicht können wir hier nochmal einen Angriff starten. Nein, das war's jetzt vom ersten Durchgang. Denke ich mal. Nee, Schiri lässt hier noch weiterlaufen. Gab doch nur 2 Minuten. Und Gomez macht das 2:0. Also schon deutlich drüber. Hätte schon längst abpfeifen müssen. Und dann Blaswig sah da auch nicht gut aus. Ist das bitter. 2:0 für den VfB Stuttgart. An so einer Partie ist es eigentlich wichtig, dass man möglichst lange als krasser Außenseiter, sag ich mal, vom Kader her, die Null hält. Und jetzt... Na, schade. Schiri wollte uns noch nicht in die Kabine schicken. Und das hat ein Mario Gomez genutzt. Es muss von uns auf jeden Fall was kommen. Van Wetsch, Latte! Das war mal eine richtig gefährliche Aktion. Komm weiter. Wir bleiben dran. Gut gesehen. Jankovic. Schade. Hüsing. Ah, den haben wir hier immerhin zur Verfügung. Alibas. Schade. Guter Block. Hilsner. Auch der ist bei uns wieder dabei. Breyer. Hilsner hatte ja die Woche ein Interview gegeben. Er sagt 3 bis 4 Wochen noch, dann kann er im Mannschaftstraining wieder mitmachen. Würde mich riesig freuen. Das ist eine super gute offensive Option. Ich hoffe auch, FCF kommt denn wieder fit zurück und wird dann auch eine richtig tolle Verstärkung. Oh, nein! 3:0, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Gentner macht's. Ist das bitter? Benjamina. Oh! Aber man muss ja sagen, Stuttgart auch extrem effizient. Die haben ja hier fast keine Chance liegen lassen. Benjamina, schöner Pass. Ah. Weiter, weiter.
Henning. Henning. Henning! Ziel ab. Stuttgart wechselt. Ja, kommt sehr gut. Ah, da darf denn auch einer stehen. Oh, fast dran. Jetzt haben wir den. Holthaus verliert hier das Duell. Das ist bitter. Blaswig. Komm, komm, komm hoch. Wanwetsch. Schade. Ginczek. Nein, Hüsing. Ei, da stellt er sich auch ein bisschen blöd an. Gucken wir nochmal hin. Ja, das nutzt. Ich glaube, ein Gomez war das, ne? Der nimmt das dankend an, dass von hinten geschoben wird. Aber sollte es auch nicht passieren. Blaswig hält. Gute Parade. Und jetzt der direkte Gegenangriff. Das war gut kombiniert. Benjamina. Oh, ist das ein schlechter Abschluss. Da ärgert er sich selber auch. Schade. Na, wieder gut gemacht. Oh, ja, jetzt. Ich wollte gerade sagen, wir sind 3 gegen 1 hier dabei, aber keiner holt sich die Pille. Rankovic. Ich dachte, eine Station kann ich noch laufen. Also hier ist das leider eine eindeutige Sache für die Stuttgarter. Ein gutes Omen ist das eigentlich nicht. Aber ich traue unseren Jungs eine bessere Leistung zu, als ich sie jetzt hier gerade zeige. Abstoß. FCF kommt jetzt rein. Ball läuft auch nicht schlecht. Benjamina. Oh Mann. Kann da nicht mal ein Absprachefehler sein oder das wird ein Eigentor? Schade. Aber jetzt haben wir den Ball wieder. Breyer. Ah! Gut nachgesetzt von Wanwetsch. Darfst du auch pfeifen, komm. Gute Grätsche. Ja. Komm aktuell nicht zum Abschluss. Erobern schön den Ball. Raya bleibt schon wieder knapp hängen. Oh. Versuche hier wirklich richtig schön offensiv dann aber ranzukommen. Haben wir eine Chance zu erarbeiten. Wieder gut gespielt. Ah, dann gestört. Ja, es gibt den Freistoß. Es gibt nochmal den Freistoß. Wanwetsch hat es da versucht. Abseits. Nochmal alle nach vorne. Gute Flanke. Riedel! Oh. Riedel! Riedel, unser Innenverteidiger. Der sorgt nochmal richtig für Torgefahr. Gute Ecke.
Ah, und dann kommt da keiner ran. Das war's. 0 zu 3. Naja, Pfiffe wird es im Oststadion nicht geben. Auch bei diesem Ergebnis nicht. Da kenne ich doch unsere Anhänger. Ja, also wir waren nicht schlecht. Wir haben ein bisschen weniger Schüsse als der Gegner, aber mehr Ballbesitz und eine bessere Passgenauigkeit. Wir konnten uns nicht belohnen. Van Wetsch war einmal kurz davor, das wäre der Anschlusstreffer gewesen. Im Gegenzug gab es dann das 3:0. Es ist schade, aber es war keine so schlechte Leistung. Ich freue mich jetzt auf heute Abend. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Dann gibt es nämlich die nächsten DFB-Pokal-Spiele auf meinem Kanal. Bis dahin, lasst uns heute den dritten Heimsieg feiern. Und ja, dann bis morgen. Tschüss.